Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und in den letzten Ausgaben eines Mediabook Unboxings gab es ja der Killer im System, Ghost in the Machine, von der Facebook-Gruppe Mediabooks, eine exklusive Ausgabe. Und wie mir dieses Mediabook gefällt, einfach mal reingucken. Und auch noch Nameless Media ist zurück mit der Document of Death Dokumentation über Dawn of the Dead, über den Stream des Films, seit 21.06. zum Vorbestellen und am 25.06. ist auch natürlich schon Veröffentlichung schon soweit. Und ja, wie mir diese beiden Mittelbooks gefallen, das seht ihr auf jeden Fall in der Infobox ganz zum Schluss. Einfach mal reingucken und wenn ihr bestellen wollt, bei Nameless oder bei Brettsmiller könnt ihr auf jeden Fall euch die Mediabooks bestellen, zumindest von Document of Death. Das andere von Killer System ist natürlich auch schon ausverkauft und war nur für die Facebook-Gruppe Mediabooks intern als kleine Sonderausgabe zu haben. Und das ist schon mal ein sehr cooles Teil. So, aber nicht nur das. In diesem Mediabook-Unboxing gibt es noch weitere, sondern nämlich die zwei Mediabooks zu Silent Hill Revelations und auch Silent Hill Willkommen in der Hölle. Also hier der erste Teil und hier der zweite Teil, jeweils in der Cover-B-Variation. Gefallen mir alle beide sehr gut, obwohl ich gern das nicht mein Wunschcover-Motiv ist, sondern das andere, nämlich das Cover A. Also wer die Cover A-Motive noch haben soll, die sie loshaben möchte, schreibt mich bitte an. Vielleicht können wir auch tauschen, vielleicht gefällt euch dieses Motiv besser. Und ja, wir gucken uns auf jeden Fall erstmal die mal an. Natürlich auch mal die komplette Übersicht der ganzen Cover-Varianten, die es eben gibt. Wir fangen erstmal an mit dem ersten Teil, nämlich Silent Hill Willkommen in der Hölle. Der Film ist aus dem Jahre 2006 und geht 121 Minuten und ist natürlich der legendären Silent Hill Film-Spielerei natürlich auch nachempfunden. Muss gestehen, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen und kann mir nur noch vage daran erinnern, ob der wirklich extrem gut war oder spannend war, weiß ich wirklich nicht mehr genau, aber ja, Kritik mein, er ist auf jeden Fall schon ein sehr spannendes, nervaufreibendes Filmchen. Ja, wir haben hier eben die Cover-B-Variation, es gibt noch die Cover-A-Variation, dann die Cover-B-Variation hier nochmal und die Cover-C-Variation. Alle drei schauen sehr gut aus. Das Cover-A ist natürlich hier das Kinoplakat, das Cover-B ist hier eben die nette Dame, die hier vorne drauf ist, wo der Mund zugeklebt ist. Und das Cover-C ist der Retro-Motiv. Und alle drei Mediabooks sind jeweils auf 333 Stück limitiert. Wie gesagt, wer das Cover A noch hat, der schreibt mich bitte an. Vielleicht kann man was organisieren, was tauschen. Und natürlich von Silent Hill Revelations gibt es auch noch ein paar weitere Motive. Wir haben einmal hier das Cover B-Motiv und hier auch schon nervenaufreibend Fantasy-Horror-Trip der Extraklasse. Der Film ist aus dem Jahre 2012, gab es auch in der 3D-Version. Aber in dem Mediabook ist nur die Blu-ray-Version enthalten und natürlich auch die DVD. Der Film geht hier 94 Minuten. Und auch hier gucken wir uns mal die drei Motive an. Wir haben hier einmal das Cover-A-Motiv, das schöne Kinoplakat mit dem Pirate Man drauf. Und dann eben hier das Cover-B mit der netten Dame, hier wo auch der Mund zu ist. Und das Cover-C ist ebenfalls das Retro-Motiv, was auch sehr schön ausschaut. Aber auch hier bevorzuge ich meistens durch das Cover-A-Motiv, eben das Kinoplakat. Also wer jeweils von diesen beiden Mediabooks eben das Cover-A-Motiv haben sollte und es gerne loshaben möchte und tauschen möchte, der schreibt mich bitte per Facebook oder eben per meine E-Mail-Adresse an. So, wir fangen mal an mit dem Unboxing von Silent Hill Willkommen in der Hölle. Ein Aufkleber noch von Maniac ist hier auch noch enthalten. Ich glaube, es müsste glaube ich die letzte Ausgabe gewesen sein mit dem Maniac-Aufkleber. Aber ist auch ein geiler Film und auch die Edition davon ist natürlich auch alle wunderschön. Auch da auf meinem Kanal einige zu finden. Wir machen mal die Folie runter und mal gucken, was uns da bei diesem Mediabook schon erwartet. Und wir machen hier die Folie runter. Und wir haben hier ein mattes Mediabook mit dem Mädchen drauf, wo halt eben der Mund weg ist, damit sie nicht sprechen kann. Das wär manchmal wirklich wünschenswert bei manchen Frauen, ja, die nicht mehr den Mund zu bekommen. Ja, aber leider hier haben wir keinen Glanzeffekt dabei. Ein bisschen schade. Bisschen Staub hier, aber dafür die Haare und auch natürlich hier die Falten, zumindest die Risse im Gesicht, auch gut zu erkennen. Und hier unten dann der Schriftzug Silent Hill
Willkommen in der Hölle. Auch hier leider keinen Glanzeffekt drauf. Und doch haben wir hier einen leichten Glanzeffekt haben, wie ihr seht. Also der ist hier vor Anten. Und dann haben wir hier den Spine. Oben wieder das Mädchen zu sehen, auch das sehr schön gemacht. Oben das Blu-ray und das DVD-Logo. Dann Silent Hill, Willkommen in der Hölle und unten das Nameless-Logo. Und auch hier haben wir eben diesen Glanzeffekt auf dem Schriftzug drauf. Und auf der Rückseite haben wir eben dann noch ein paar Kritiken über den Film. Dann auch hier die Inhaltsangabe zu dem Film. Könnt ihr auch gerne mal auf Pause drücken. Und dann haben wir hier ein paar Szenenfotos und hier die Limitierungsnummer. Und ich habe hier die Nummer 2 von 333 Stück. Hier mit Informationen, dass es sich um das Cover B handelt. Und hier haben wir dann die ganzen technischen Daten. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Hier die Sprachen, Tonformate, Untertitel, Laufzeit, Extras und das Veröffentlichungsdatum. Hier noch der Barcode. So schaut das Ganze hier von oben nochmal aus, von der Seite nochmal aus. Also ist ein 2mm Mediabook. Und bevor wir weitermachen, gucken wir uns auch nochmal dann gleich das Mediabook von dem zweiten Teil an, nämlich hier Revelations. Auch hier nochmal die Folie runter. Und auch hier wird es genauso gemacht worden sein, wie auch schon bei dem ersten Teil. Auch hier haben wir aber diesmal das Schriftzug oben drauf. Silent Hill Revelations. Auch hier haben wir eben einen Glanzeffekt auf dem Schriftzug. Und auch hier haben wir eben eine nette Dame, die ein bisschen grimmig hier reinguckt in das Bild. Auch diesen Film habe ich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich wirklich nur noch sehr, sehr vage an diesen Film erinnern. Auch hier wieder passt natürlich auch perfekt zu dem Covermotiv vom ersten Teil. Hier auch hier die Haut auch komplett rissig. Auch hier ein geschlossener Mund, der wegretuschiert wurde. Und auch das Bild auch sehr düster gehalten, das Ganze, wenn ihr seht. Also hat schon was. Dann haben wir hier eben dann den Spine. Auch hier Silent Hill, wie gesagt, ist auch hier glänzend gemacht worden. Auch hier wieder ein Bild von der netten Dame vom Covermotiv. Oben das Blu-ray-Disc und das DVD-Logo. Dann das Nameless-Logo hier unten. Und dann hier noch auf der Rückseite auch hier nervenaufreibend und aufreibend. Aber ich kann mich glaube ich erinnern, dass der zweite nicht ganz so gut war wie der erste. Dann haben wir hier eben dann noch den Inhalt von dem Film. Und hier auch nochmal ein Blick zu dem Pirate Man. Ich glaube, das heißt auch so. Dann hier die Credits und hier die Limitierungsnummer 231 von 333 Stück. Auch hier nochmal Hinweis, Cover B. Und wie auch schon beim anderen haben wir hier wieder die ganzen technischen Daten mit Sprachen, Laufzeit und so weiter und so fort. Auch hier der Barcode wieder. Und wenn wir jetzt mal die beiden Mediabooks nebeneinander legen oder aufeinander legen, dann schaut das Ganze hier so aus. Also passt auch sehr gut zusammen, wie ich finde. Silent Hill ist ein bisschen heller. Zumindest oben das Blu-ray-Disc von dem ersten Teil ist gräulich. Das Blu-ray-Disc und das DVD-Logo vom zweiten Teil ist weiß gehalten. Aber ansonsten passen auch die Abstände sehr gut. Silent Hill ist ein bisschen größer geschrieben vom zweiten Teil, aber auch unten hier die Barcodes und die Produktnummern und auch Nameless passen auch sehr gut zusammen. Also macht sie auf jeden Fall sehr gut im Regal. Und würde mal sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Teil in der Ego-Perspektive und gehen auch dann dort weiter über mit dem zweiten Teil und mal gucken, was uns das Booklet noch alles zu bieten hat. Bis gleich hinter der Kamera. Schauen wir uns mal das Mediabook von Silent Hill Willkommen in der Hölle nochmal genau an. Hier nochmal der schöne Glanzeffekt von dem Schriftzug hier. Auch das ganze Bild schaut wirklich sehr schön aus. Hier nochmal das Bein. Und hier die Rückseite. Und damit geht es mal in die Innerei hinein. Und hier haben wir schon mal das Schild Welcome to Silent Hill. Und hier ist auch schon uns die Blu-ray-Disc entgegen. Hier Nameless und Concord hat es hier veröffentlicht. Und exklusiv gab es bei Ike Media. Und auch hier muss ich schon mal wieder sagen, sehr schön. Ein zusammenhängendes Foto oder Bild mit dem Hintergrund und der ersten Seite von dem Booklet auch integriert. Das finde ich schon mal sehr schön hier. Auch mit dem Nebel hier. Auch hier reingenäht das ganze Mediabook. Schaut sehr schön sauber aus. Hier die Blu-ray-Disc nochmal. Die sieht hier so aus. Auch hier
kann man da kritisieren. Man hätte auch das Bild so machen können, wie auch schon der Hintergrundmotiv, damit auch dann die Disc sich perfekt in das Hintergrundbild einfügt. Aber das ist eigentlich eher Jammern auf hohem Niveau. Und dann blättern wir hier mal durch. Dann geht es hier schon mal los mit ein paar sehr scharfe Bilder, muss man ja sagen. Wenn man es mal anguckt, hat auf jeden Fall eine gewisse Schärfe da. Ist nicht pixelig das Bild, also auch hier sehr schön gemacht. Und dann blättern wir mal durch. Willkommen in der Hölle, Geisterstadt unter einem Nebel aus Asche. Sehr, sehr schön. Auch hier ein Szenenbild, auch hier wie im Text, auf zwei Spalten aufgeteilt. Mit Seitenangabe und auch hier wieder wie immer schön integriert das Hintergrundbild mit dem Text. Also auch hier passt es perfekt zueinander. Und dann wieder einfach mal durch. Auch hier wieder schön saubere Bilder. Die Dimension von Silent Hill Versuch. Eine Analyse. Achtung, enthält Spoiler. Also hier erst lesen, wenn es wirklich alles schon gesehen wurde, der ganze Film. Und hier noch mehr Text über die Analyse. Dann haben wir hier das Mittelteil. Auch hier nochmal gut zu sehen, wie sie reingenäht ist. Auch hier mit Zeilenangabe. Die hätten sie am besten hier weglassen können bei den Bildern. Aber auch das ist auch wirklich hier wieder Jammern auf hohem Niveau. Dann hier über die Schauspielerin Radha Mitchell. Ich werde definitiv lieber reich als berühmt. Auch hier wieder schön integriert beim Hintergrundbild. Und hier Laurie Holden und die Unterschiede zwischen Film und Spiel. Auch schon, dass hier drauf eingegangen wird. Und hier eben wissenswert ist noch ein bisschen. Und hier der Text wurde wieder geschrieben, hier an Wolfgang Brunner. Liebe Grüße an dich. Und hier nochmal eben dann schon mal ein Ausblick auf den Pyramid Man. Und auch hier wieder kleine Kritik anzubringen. Auch hier wäre es cool gewesen, wenn auch hier die DVD auch hier perfekt mit dem Hintergrundbild zusammengefügt wäre. Aber auch hier seht ihr schon ein schönes zusammenhängendes Bild wieder mit der Integration von der Disc. Gefällt mir auch hier sehr gut und kann hier nur sagen, auf jeden Fall ein sehr schönes Mediabook, wo wir hier vor uns liegen haben. Und damit sind wir schon mit dem ersten Mediabook hier durch von Silent Hill. Willkommen in der Hölle. Und wir legen jetzt mal auf Seite und machen dann direkt weiter mit Silent Hill Revelations. Und das sieht hier so aus. Auch das hier schaut natürlich auch schon sehr, sehr schön aus. Nochmal hier mit der netten Dame hier drauf. Müsste sogar, glaube ich, dasselbe Mädchen gewesen sein. Denn spielt hier die Ryan Mitchell in allen beiden Teilen mit. Auch hier nochmal dieser Glanzeffekt auf dem Schriftzug. Auch das schaut sehr gut aus. Hier nochmal das Bein. Aber habt ihr vorne schon gesehen, dann bei der Normalansicht und deswegen klammern wir es hier auch gleich mal auf. Und auch hier sehr, sehr schön, auch wieder hier mit Silent Hill Revelations, die Blu-ray Disc. Und auch hier dann eben von der anderen Seite hier von dem Schild auch das sehr schön gemacht. Hier, wie ich finde, hat auf jeden Fall was gut zu erkennen. Hier mit dem Schild Welcome to Silent Hill und hier eben auf der anderen Seite dann wieder ein Mädchen, wo entlangläuft im Nebel, auch hier wieder reingenäht. Und dann haben wir auch wieder hier genauso schon aufgebaut, wie auch schon vom ersten Teil. Mit ersten Pastillenbildern aus dem Film. Und hier geht es natürlich los. Rückkehr in die Stadt der Asche. Ein neuer Trip in die Hölle von Silent Hill. Auch hier wieder auf zwei Seiten geschrieben. Ein stylischer Nachfolger des Originals da. Dann haben wir hier Michael J. Bassett, Fan der Spieleserie und Abelaide Clemens, Kit Harington mit Game of Thrones zum internationalen Star. Aha. Hier haben wir die Mitte des Booklets erreicht und hier Sean Bean. Natürlich hier Game of Thrones mitgespielt und auch bei Herr der Ringe. Carrie Ann Moss, die kommt mir auch bekannt vor, das ist glaube ich die von, genau, von Matrix, oder? Disturbia hat sie mitgespielt. Und hier die Kreaturen, Pyramid Head, so heißt er, Entschuldigung. Die Mannequin, Spinne.
Und hier die Krankenschwestern, die kranke Schwester und die Vision einer fremden Welt. Und auch hier wieder ein Text von Wolfgang Brunner. Auch hier wieder sehr schön geschrieben. Auch wieder, wie gesagt, auch das Bild eingefügt perfekt zusammen mit dem Text. Und hier nochmal ein Hintergrundbild, wie sie aussieht mit der Kamera. Könnte aber auch ein Bild aus dem Spiel sein. So, und auf der letzten Seite haben wir hier nochmal dann die DVD. Dieses sieht hier so aus und auch hier wieder schön integriert wieder der Übergang mit dem Hintergrundbild und der Diskhalterung. Auch das sehr schön gemacht. Auch hier wieder eine kleine Kritik. Bild einfach hier so schön integriert, damit es zusammengepasst hätte. Aber auch hier, ja, mal auf hohem Niveau. Ja, was soll ich sagen? Sehr schöne Mediabox hier von diesen beiden Filmen. Ich mache mal kurz die Discs wieder hier rein, damit ihr die auch nochmal kurz angucken könnt. So sehen sie nun aus, Teil 2 und Teil 1. Und hier nochmal das Bein, für alle, die es vorhin nicht gesehen haben, wenn man sie aufeinander hält. Also es schaut sehr gut aus zusammen. Einzige Kritikpunkt ist eben hier vielleicht die Farbgebung von dem ersten zum zweiten Teil, grau und weiß gehalten. Ansonsten passt eigentlich die Aufteilung sehr gut und passt auch sich sehr gut ins Regal rein. Und ja, schönes Teil. Und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun Teil 2 bzw. Teil 1 und Teil 2 in den schönen Mediabox von Silent Hill, Willkommen in der Hölle oder auch Revelations, der zweite Teil. Und ja, wirklich sehr, sehr schöne Mediabox hier, wo gemacht worden sind. Auch der Booklet-Anteil auch sehr schön gemacht, mit Bild und Text schön zusammengefügt. Und vor allem auch natürlich die Hintergrundbilder bei den Discs, auch das sehr schön gemacht. Ja, was kann ich sagen? Wunderschöne Teile und wie gesagt, wer die KVA-Motive hergeben möchte oder mit mir tauschen möchte, der schreibt mir einfach bitte gerne an. Würde mich darüber freuen. Und ja, zu kaufen leider sehr, sehr schwierig. Sind alle KVA-Motive eigentlich ausverkauft. Am besten mal bei Facebook gucken, bei Mediabook-Gruppen zum Verkauf, bei eBay oder so. Lasst dir lieber die Finger davon. Da gibt es eben dieses ganze Skype, die einfach nur noch Haufen Geld davon haben wollen. Also da vielleicht eher nicht gucken. Und ja, was gibt es zu sagen? Weiter noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis denne. Bleibt alle gesund. Tschüss mit Ö. Und...